ein kleiner Film über und von Kreil Leite. Wie lang dieser Film sein wird, kann ich jetzt noch nicht voraussagen. Ich sage nur, ich werde während des Laufens filmen und ihr selber seid aufgerufen, die Bilder, die ihr zu sehen bekommt, zu kommentieren. Mitten in Krai, in der Nähe der Gartenanlage Sulzbachtal, in der Lahnbeckstraße und wie wir hier sehen, eine wunderschöne Brachfläche, so nennt man das. Flächen, die sich selbst überlassen sind und wo sich die Vegetation und die Tiere selbst entfalten und entwickeln können, sind ganz wichtig für die Natur, finde ich sehr schön. Und hier blicken wir auf wunderschöne Brombeerhecken. Das heißt also, in den nächsten Monaten wird man hier jede Menge Brombeeren pflücken können. Ganz toll. Auch wunderschöne Bäume. Einen davon will ich mal zeigen, bis in die Krone. Dieses schöne satte Grün. Das soll es von mir aber auch schon gewesen sein. Jetzt lasse ich wieder die Bilder für sich selber sprechen.
Hier ist ein Taubenschlag. Wir hören das Gurren der Tauben. Auch am Tor zu erkennen. Vielleicht besondere Zuchttauben. Früher der Stolz der Werchleute. Ihr eigener kleiner Taubenschlag. Da sehen wir eine schöne Vogelvoliere, Nymphensittige, nebenan Wellensittige, wunderschön. Eine Gartenanlage, in der Tierhaltung noch erlaubt ist, keine städtische, ganz klasse, ganz klasse. Ja. Jetzt gucken wir noch mal von der Rückseite auf diese Brachfläche, die ich eben im Bild gezeigt habe. Hier sehen wir die Bahnanlage. Ich schwenke die Kamera in Richtung der schönen Gartenhäuschen und Gartenanlagen, weil den Weg sich nur anzugucken ist ja auf Dauer langweilig. Aber so kriegt man einen Eindruck von dem, was wir hier zu sehen bekommen und wie lohnend und schön ein Spaziergang in dieser wirklich tollen Anlage ist. Sehr viel Farben, sehr viel wunderschöne unterschiedliche Pflanzen. Ich zoome jetzt mal ran. Hier, ganz toll im Hintergrund. Das wunderschöne Rot, ja, natürlich jetzt, wenn man so nah ranzoomt, wird ein bisschen zitterig. Ihr seht selbst, wie weit es weg ist. Aber so bekommt ihr jedenfalls einen kleinen Eindruck. Und das alles inmitten eines ehemaligen Industriestadtteils, der geprägt war durch Bergbau. Und man sieht, die Menschen haben es verstanden, sich einen entsprechenden Ausgleich zu verschaffen. Und nur wer die Schönheit in seinem Lebensalltag manchmal vermissen muss, weil die harte Arbeit und der Ort, an dem man tätig ist, von Schönheit nichts hat, der weiß die Schönheit im Privaten dann auch besonders zu schätzen. Wir sind nur Besucher.
eine Ente mit Jungen. Da sitzt die Ente und da am Rand sitzen die Küken. Ich werde verrückt. Was für eine Überraschung. Eine Stockente mit ihren Jungen auf Wanderschaft. Da kann man nur hoffen, dass sie jetzt kein streunender Hund entgegenkommt. Mama muss keine Angst haben, wir nehmen jetzt genügend Abstand. Wir freuen uns ja über deinen Nachwuchs. Der ist ja sehr zahlreich. Hast genug Sorgen. Ganz einfach. Tarnung. Die stellt sich tot. Und so hofft sie, dass sie den Feind uns ablenken kann. Ne? Warum ist die Bahnüberführung? Hier nochmal ein wunderschöner Baum. Sehr gut.
eine Dokumentation gedreht. Eine außerordentlich schöne Siedlung. Aber ihr seht ja selbst.
geht mir nicht darum, den perfekten Film zu machen. Ich bin auch kein Filmemacher. Sondern mir geht es in erster Linie darum, einen Eindruck zu vermitteln, wie schön unser Stadtteil Krai ist und welche herrlichen Ecken wir in Krai haben. Und wie kann man das besser als entweder mit Fotografien oder indem man wirklich mit der Kamera in der Hand, so wie ich das jetzt mache, durch diesen Stadtteil läuft und das aufnimmt, was man sieht. So bekommt ihr einen unmittelbaren Eindruck von dem, was ich mit meiner Freundin Sabine zu sehen bekomme unterwegs. Und natürlich mit der Cassie, die uns ja immer und stetig begleitet. Ich filme die Siedlung. Weil ich das einfach mache, weil ich das schön finde. Warum? Was ist denn dagegen zu sagen? Das ist öffentlicher Grund, da kann ich ruhig einen Film drehen. Nee, trotzdem, die Straße ist öffentlich. Ja, trotzdem darf ich die Häuser da wohl filmen, das ist nicht verboten. Da gibt es sogar einschlägige Gesetze. Bitte? Das ist nicht verboten. Nein. In diese Richtung geht es in den Volksgarten. Wenn man da über die Brücke läuft, dann
kommt man direkt in den Volksgarten. Thank you.
Durch die Unterführung kommt man auch in den Volksgarten, der durchläuft. Auf beiden Seiten sind von jungen Leuten überall schöne Graffitis angebracht, die kann ich auch mal kurz zeigen.